Automat? Och nö, sag nicht, es ist so ein Glücksspielding. Oh, wie bitter. Wie schlecht ist das denn? Wie teuer sind die? Erreichen sie eine festliche Atmosphäre der Stufe 10. Schließen sie alle Aufgaben von Arnie ab. Aha. Weiß ich jetzt nicht. So, da gibt es auch irgendwo noch so irgendwie eine Gewinn-Dingens, was man da gewinnen kann. Man kann nur drücken. Okay. Eine Marke abgezogen. Aha. Kann man das auch überspringen? Ausbildungsbroschüre mal 2. Aha. Ah, man kann drücken. Okay. Kreditpunkte. 15.000. Wahnsinn. Oh, ein Panzer? Ja, ja, genau. Hm, für 5 Runden. Hm, der Bait. Der Bait ist da. Der Bait ist real. Ja, zeig mir ruhig, wie toll der Panzer ist, der gar nicht zu bekommen ist. 5 Runden. 9er Panzer Premium, das ist aber schon... Oder ist das ein normaler Panzer einfach? Objekt 283. Schauen wir uns mal ganz kurz an, ist das ein normaler Panzer? Oder Premium? 9er Premium Panzer. Gab's sowas überhaupt schon mal? Mittlerer Sturmpanzer? Uiuiui. Da wird sogar noch unter Sturm und sowas hier unterschieden. Aber für 5 Runden finde ich echt lächerlich, ehrlich gesagt. Was ist das denn? Na, weiß ich jetzt nicht so, ne? Objekt 283 kann man wahrscheinlich auch nicht kaufen. Ist nur so ein Gefühl. Warte, welcher Nation gehörst du eigentlich an? Ist ein Sternchen, okay. Da bist du wahrscheinlich Chineser. Ja, natürlich kann man den nicht kaufen. Wobei, Objekt klingt ja eher so ein bisschen russisch, ne? Weil die haben noch die Objekte, oder nicht? Oder habe ich mich jetzt irgendwie ver... Nee, die haben die Objekte. Ah, nee, die Russen haben ja einen Stern, lol. Ja, ja, passt schon, ne? Passt, sorry. Aber nee, der ist ja tatsächlich nicht bei. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist ja dann... Puh, richtig bitter. Für 5 Runden, ey, lächerlich. Ich will jetzt nur eben eine Sache wissen, dann nehme ich euch sogar gleich mit. Ich will wissen, was die Gewinnchancen von dem Scheiß ist. World of Tanks Winter Event Chances einfach mal eingeben. Wir müssen was rauskommen. Ratgeber zum Event. Aha, hier steht ganz viel Zeug. Ich zeige euch das einfach mal ganz kurz hier. Zack. Da ist ganz, ganz viel Zeug bei. Ja, die Ressourcen ignorieren wir komplett, das ist eh scheißegal. Ja, die Skills sehen scheiße aus, sind wir ehrlich. Automatenmarken. Geschenke für den Hund, aha, aha. So eine Schüssel sieht bestimmt, ist bestimmt echt ganz cool. Abendessen für einen guten Hund und dann ein Hühnchen. Smart. Oder Truthahn ist ja egal, aber smart. Hunden erstmal schön Hühnerknochen oder Truthahn Sachen. Ja, bestimmt. Perfekt. Ich meine, das Fleisch geht ja noch, ja, aber. Mhm. Alter, was die hier für Zeug alles dahin geschrieben haben. Gibt's ja auch irgendwo eine Anzeige? Geschenkautomat. Wahrscheinlichkeiten. Guck mal, ganz klein da noch mit ein und aus. Alles steht hier, aber das müssen wir ausklappen, weißt du? Mhm. Gewöhnliche Geschenke. Ja, Geschenke nennen die das. Mhm, mhm. Werden safe richtig viel Geld kosten, wetten. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 89% kriegen wir eins von diesen Dingern hier. Ist das ich meine, ich finde es gut, dass ihr Wahrscheinlichkeiten generell dazu schreibt, aber ich finde es nicht... nicht gut, dass das so gemacht wird. Da, weil man genau sowas dann machen kann zum Verarschen hier. Naja. Okay, wir haben also Wahrscheinlichkeit von 89% für Erfahrung, Ausbausätze, Kreditpunkte. Ist irgendwas Brauchbares bei? Ein Garagenstellplatz. Das ist schon mal nice. Das hier finde ich auch ganz gut, weil die kosten echt viel Knete. Ansonsten finde ich das alles irgendwie eher langweilig, ehrlich gesagt.
Aber die beiden Sachen sind, ich glaube, der Garagenstellplatz ist schon fast der Hauptgewinn bei den normalen Sachen so. Ansonsten finde ich das hier eine absolute Frechheit. Also zur Miete hier für 5 Runden, okay, nett. Aber dass man den hier, dass man da keine Wahrscheinlichkeiten einzeln hinschreibt, finde ich echt frech. Was steht denn dazu bei? Ja, diese Panzer, wie oft kommt der denn? Man findet noch diese Dinger hier in den Schachteln. Ja, in den Schachteln, aber die kosten mal Geld. So wie eigentlich alles. Da ist ein Sternchen bei Objekt 283, aber steht nur für das hier dabei, ne? Da steht nicht, wie lange der dabei ist, ne? Oder ist der nur jetzt fürs Winter-Event? Weil ich finde das frech, wenn man, ich meine, ein Panzer, man nur hier kriegen kann, eine Sache. Aber dass man hier nicht die Wahrscheinlichkeit anzeigt, finde ich frech. Wahrscheinlich ist das so ein Ding von, entweder machen die das einfach so mit 10% Miete und 1% dauerhaft. Oder wahrscheinlich sowas wie 10,999 und dann hier 0,0001. Oder irgend so ein Quatsch. Finde ich scheiße. Also sowas finde das ist schon eine sehr schlechte Schiene, finde ich. Sehr peinlich auch. Aber müssen die ja wissen. So, Automat. Skippen wir noch ganz kurz die anderen Geschenke durch. Wow, eine große Ersatzteilkiste. Da kann ich mir ja richtig viel Waffen holen. Aha. Aha. 30.000, ey, gerade immer gab es nur 15.000. Also haben die auch unterschiedliche Größen. Ja, okay. Aha. Ja. Ist halt ganz viel Quatsch. Ich meine, wäre natürlich witzig, wenn wir jetzt einfach den Panzer bekommen würden, aber das wird wahrscheinlich eh geskriptet sein, dass du es nicht unter 100 kriegen kannst oder so, gehe ich mal von aus. Ja, ist wahrscheinlich eh zu Mieter. Ja, siehst du, war klar. Ja, danke, jetzt geht er dahin. Danke. Das finde ich echt richtig peinlich, dass sie sowas reingemacht haben. Uff. Ich kann Panzer reinpacken, eine coole Sache, wenn sie dazu schreiben, ey, Gewinnchance. 1 oder so, 1% oder so, ist ja okay. Ja, da, ich hätte nicht mal was dagegen, wenn die so wirklich sowas reinmachen ins Spiel, aber die Wahrscheinlichkeiten halt exakt dabei stehen. Das finde ich übrigens bei jedem Spiel. Solange die Wahrscheinlichkeiten beistehen, können sie es doch gerne machen. Da müssen die Leute halt selber entscheiden, ob das so klug ist oder nicht. Ja. Hey, noch einmal zum Mieter. Hä? Im Ernst jetzt? Dann mache ich mal ganz kurz einen Screenshot von. Jetzt im Ernst? Warte. Erstmal Screenshot speichern. Ich muss nur mal ganz kurz ins Spiel reingehen und ein anderes Bild machen, so. So zum Beispiel. Ich muss mir nochmal ein Screenshot machen. Das. Was? Im Ernst? Erzähl kein Mist. Oh mein Gott! Ich hab den jetzt gerade wirklich bekommen, oder? Was glaubt ihr wohl, was die Wahrscheinlichkeit dafür ist? Oh mein Gott! Also wenn die Wahrscheinlichkeit bei jedem so einigermaßen gut ist, ne? Dann will ich da nichts gesagt haben. Ja, krass.
Das finde ich irgendwie ziemlich cool, jetzt muss ich sagen. Als ob ich ihn jetzt einfach so gekriegt habe. Ich mach mal ganz die Besatzung rein. Ach, dann machen wir einfach normal, ist egal. Aber hab ich nicht wirklich, oder? Oh mein Gott. Das wäre jetzt ja so insane. Ja, lol, Mann. Und das ist ein Premium-Panzer. Mittlerer Elite-Panzer. What the fuck? Ich konnte da gerade auch nicht ganz klar drauf, dass ich das echt hingekriegt. Als ob! Bitte was? Nice, okay, cool, 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 cool. Und da steht keine Begrenzung. Ich habe den echt dauerhaft, also... ich trash-talk das erstmal übelst. Und dann kriege ich den nach dem 16. Spin. Oh mein Gott, ich schwöre euch, wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit wirklich so bei 1% oder noch weniger, wetten. Scheiße. Ich habe quasi gerade den Hauptgewinn gezogen. Lol, Mann. Da gibt's noch Belohnungen. Krass. Ja, komm, ist egal. Aber... Oh mein Gott. Da mache ich noch einen Screenshot von. Komm. Das ist ja der Hammer. Und ich habe mich beschwert, Junge. Ey, aber ganz im Ernst. Solche Aktionen sind normalerweise wirklich kacke in dem Spiel. Und ich beschwere mich und kriege einfach den verkackten Hauptgewinn. Das ist so, als würde ich in CSGO 20 Kisten kaufen und sage, was für eine Verarsche, so eine Scheiße. Und ziehe dann einfach so, keine Ahnung, einen Karambit-Doppler-Saphir aus der 16. Kiste und denke mir nur so, oh mein Gott. Lol, Mann. Ich meine, gut, ich habe es auch ganz ehrlich verdient. Ich habe jetzt das Spiel schon seit 11 Jahren. Ja? Sieht man auch hier bei dem Typen nochmal ganz kurz, ja? 11 Jahre spiele ich das Spiel. Ich wurde damals schon ganz, ganz oft verarscht vom Spiel, indem zum Beispiel jetzt hier mein Freund hatte den IS-7 gehabt und hat dann einfach einen anderen Panzer noch geschenkt bekommen, ja? Weil er halt die Vorschussreihe so hatte. Da war ich damals mit meiner Maus echt am Arsch. Ich meine, jetzt im Nachhinein habe ich natürlich auch die anderen Reihen bekommen hier. Das ist okay, aber damals war das halt nicht so, ja? Da war schon frech. Und ich habe jetzt außerdem sehr, sehr viel Gold, 3 andere Premium-Panzer gekauft, ja? Den, den und den. Habe jetzt also insgesamt jetzt 6 Stück, die ich gut nutze. Also ich finde, ich habe mir auch verdient. Geil, Mann. Und ich mache Videos zum Spiel. Also kostenlose Werbung, theoretisch. Nur, dass ihr es nicht falsch versteht, ich bin natürlich so ein winziger YouTuber. Ich kriege dafür übrigens gar nichts. Ich mache nur, weil ich Bock drauf habe. Weil ich das Spiel selber cool finde. Wie man auch offensichtlich sieht. Nein, ich meine, 6000 Gefechte kommen nicht von ungefähr. Geil, Mann. Also, ich würde sagen, das ist doch jetzt ein perfekter Moment, um diese Folge abzuschließen. Also, das hätte ich echt nicht geglaubt, Mann. Junge. Ich glaube, da mache ich eine eigene Folge draus, wo ich nur am Ende diesen Automaten benutze, mich darüber voll aufrege, das Ding aufmache und... nach der 16. Kiste, Junge. Und ich habe sogar auf Aufnahme, Junge. Alter, was kann der denn eigentlich? Ich will die mal zum Beispiel mit, ich habe keinen anderen 9er Panzer gerade, oder? Ich habe nur einen 10er Panzer. Wir vergleichen den immer mit einem anderen 9er Panzer. Ist ja egal wen. Aber what the fuck, Mann? Vergleichen? Wir gehen mal vergleichsweise natürlich vom gleichen Land, würde ich hingehen, da hinnehmen. Da haben wir das Objekt hier. Vergleichen den T-54 noch und das Objekt 430. Das sind so die 3 Medium Tanks. Und ich würde sagen, dazu nehmen wir noch ganz kurz den deutschen Leopard PTA. Den E50 jetzt mal nicht vielleicht. Und noch von den Amerikanern würde ich noch nehmen den
Die haben nur einen mittleren Panzer, ja, lol. Und dann will ich mal wissen, wie es aussieht. Das ist ja so krank jetzt, ne? Boah, 190. Wobei ich mal zugeben muss, ich muss mal ganz kurz hier eben anpassen, weil die haben ja nicht das Beste. Beste Konfiguration auswählen. Anwenden. Wir müssen die auch schon fair vergleichen, weil es wäre sonst echt nicht nett. Das wäre sonst wirklich frech. Ich kann es gerade nicht glauben. Also heute, wir haben immer noch 5.50 Uhr am 1. Januar 2023 und ich lack hier mit den Runden rein. Jetzt noch damit. Es ist ja mega geil, Mann. Ich meine, okay, Feuerkraft ist jetzt nicht ganz so hoch, aber wahrscheinlich, weil der eh schnell schießt, oder? Wo ist denn die Ladezeit da? Ah, nee, der ist sogar langsamer als die anderen. Er ist langsamer und macht weniger mittleren Schaden. Durchschlagskraft ist auch... ja, auf dem Russen-Niveau schon eher so, aber... der Deutsche hat doch schon deutlich mehr Durchschlagskraft. Der Deutsche ist krass irgendwie. Ja, guck dir das mal an. What the fuck? Dafür muss aber der andere Rest krass sein. Ich meine, die Panzerung, die ist sick. Die Frontpanzerung ist ja krass. Der ist rundum wirklich gut. Turmpanzerung ist generell bei den Russen an Turm eh krass, weil die eh diesen komischen... abgerundeten Ding da haben. Reparaturdauer des Fahrwerks ist bei allen gleich. So. Geschwindigkeit ist noch ganz wichtig, finde ich. Da ist er zwar nicht auf der Höchstgeschwindigkeit mithaltend, aber ist, ja, besser als seine Kumpanen. Ja, wobei auch nicht ganz. Ne, nee, das ist eher Durchschnitt irgendwie. Aber wir haben einen 9er fucking Premium-Panzer. What the fuck? Ja, perfekter Moment, um die Folge zu beenden. Ich hätte es... Nee, wir müssen die noch kurz an... Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hätte das... Also, what the fuck? Ey, ich schwör's euch... Nee, das gucken wir uns jetzt noch ganz kurz an. Ich will jetzt wissen, wie die Leute sich darüber aufgeregt haben. Ich wette mit euch, safe, ganz safe, gibt's da hundertprozentig mindestens 30 Ergebnisse auf Google oder auf YouTube, wie Leute sich darüber aufregen, dass es den halt nicht gibt. Wetten wir, der ist übertrieben selten eigentlich. Oh mein Gott. World of Tanks Objekt 283 war es, glaube ich. Einfach mal nach googeln. Bildschirm zeigen so. Ja, ist okay. Kann man so machen. Ihr seht gleich was. Moment, ganz kurz. Ja. Hier, Wargaming should be ashamed of the, about the object 283. Wie kann man es bekommen? Nein, ich will nicht wissen, wie es geht. Ich will auch keine Review haben. Ich will eigentlich nur sehen, was hier zu schreiben. Wargaming should be ashamed. Schreiben die direkt hier. Krass. So, gehen wir mal auf Reddit. So. Hier. Wargaming should be ashamed about the object. Mhm. Was sagen die Kommentare? Ich bin jetzt mal auf Reddit gegangen einfach. True. The stupid slot machine is stupid. First box was a rental. The rest have been shit drops. Worst thing is there are probably people out there who haven't even reached high tiers yet, but got the tank permanently low. On your fourth token hat er es gekriegt. Oh, Junge. Congratulations, but I hate you. Congrats, fuck you. Fuck you too. Fuck you more. Hey, motherfucker. Yeah, how's about it, fucko? Yeah, I did. Fuck. Fuck. Nice, Leute. Nice. Yeah, I have a second account at the play on with my friend. Blah, blah, blah. Krass. Once you get up to 283 rentals and unlocks a secret nude scene with Mila. Junge. Incredible that they have implemented recursive gambling now. Gamble for the possibility of getting a currency you can use to gamble again for a 1% chance of a reward. Na komm, die reden aber auch von 1% Chance hier. The resources are guaranteed, 200 each box. Aha. The game slowly turns into casino. Krass, Mann.
krass. The gambling is bugged so that once you get the rental, it's impossible to get the permanent tank because it counts as already in the garage. Nee, das kann ich bestätigen. Das ist nicht der Fall. The odds are way less than 1% per roll to get the tank permanently, meint er jetzt so. Habe ich auch geschätzt, weil sonst würden die nicht 11% da reinschreiben. Jetzt mal ganz im Ernst. Hat er auch hier geschrieben. But it's pretty clearly 1%. Ja, ganz ehrlich, wenn die 11% schreiben und zwei Dinger da reinmachen, eins ist scheiße, das andere ist gut, dann ist eigentlich schon fast offensichtlich, dass es um 1% geht. Jetzt mal ganz im Ernst. Krass. Scheint 0,3% zu sein angeblich. Aha, gut. Krass. Ha. Ey, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das gerade irgendwie richtig heftig. Gut, okay, cool. Das lade ich so als komplettes Ding hoch, ohne Witz. Also jetzt nicht wundern, diese Folge, die ich zu diesem Objekt gemacht habe, wie ich den gerade bekommen habe, habe ich wahrscheinlich irgendwann am 1. oder 2. Januar irgendwann so hochgeladen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ich hätte ja safe niemals erwartet, dass ich den tatsächlich kriege. Ich mache noch ganz kurz ein schönes Bild von dem. Kann ich irgendwie hier das Interface kurz ausblenden, die Garage, wie ging das nochmal? Kommt man das nicht irgendwie machen? Ich kann ganz kurz hier die Leiste da unten ein bisschen wegmachen, so, aber ja, wir können die mal ganz kurz auf Seite schieben. Für Screenshot, aber dann ist es immer noch nicht ganz auf Seite. Er war, als ob ich den einfach gekriegt habe, Junge. Cool. Ja, ist doch ein schönes Ende. Dann danke schön fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.